sehe ich kein Zeichen. Ich sehe das Zeichen nicht, war das. Ach, Jungs, seht. Na, du, das lässt mal schon sein. Ne, wo ist das Auto hin? Gesagt, wo ist hier unten, unten? Irgendeiner hat was gesagt wieder. Ach, da. Schaffen, schaffen, na. Schaffen. Nein, schafft er nicht. Aua, da kommt direkt noch einer. Ich hatte ihn doch schon jetzt ganz entspannt aus dem Auto geholt. Ach, der muss er eh zerstören. Achso. Muss zerstört werden. Ja, dann. So einfach ist das. Keine Gnade. Aber dass das Auto verschwunden ist, finde ich jetzt schon irgendwie enttäuschend. Voll verfehlt. Voller Verkehr. Ey, hier geht's zu wie am Hauptbahnhof. Oh, Adams, Klatsch Nixon. Ach, er ist ja immer noch im Berg da. Schütze, ich bin ja verdrängt, den Typen. Hier ist direkt wieder ein Funkturm. 500 Meter weiter weg. Da war mein Auto. Ich nehme das Auto. Pickup. Hey, na Jungs. Ach, wo sind sie denn hin? Waren sie sogar noch? Warte mal, da unten ist ein Auto im Wasser. Das sieht aus wie... spontane Desintegration. Ist hier was oder ist hier einfach nur eine Karre, die versunken ist? Ich glaube, da ist einfach nur versunken, die Karre. Sieht so aus. Aber wer schreit denn hier noch rum? Ach, hier unter der Brücke steht einer. Ein Penner. Scharfschützen-Kills, also doch. Herausforderung abgeschlossen. Jetzt brauche ich kein Scharfschützen mehr. Jetzt hast du deinen Job wieder. Hier mal Schwimmkollege. Komm ein bisschen näher, ich bin sofort zum Laufen. Alter, ich will Spaten wieder haben. Was, du willst deinen Spaten wieder haben? Ich hab gerade den Typen da ins Wasser mitgefeuert. Oh, ich komme hier gerade LKW-Lieferung. Wer dann? Ist das auch DRL? Nee, ich glaube nicht. Wobei, wenn ich mir die V-Leit von dem Fahrer anschaue, könnte es schon sein. Vielleicht ist es auch Hermes. Oh Gott. Ich habe nicht gesagt, dass es besser ist. Oder besser wird. Ich weiß nicht, was von beiden schlimmer ist, das Problem. So, dann fahren wir weiter. Ja, das weiß ich auch nicht. Wobei, wir haben einen Fahrer von DL, der immer zu uns kommt. Der ist echt nett und der bringt auch immer die Sachen. Das da drüben sieht mir aber nicht so erobert aus, oder? Ja. Und nicht? Ach nee, das ist das Hotel, alles klar. Kann losgehen. Ich weiß auch nicht, wie man da oben drauf stehen kann, einfach so. Ich kann das. Ja, gut. Ich hätte jetzt auch nur Raketenwerfer drauf geschossen. Ich dachte zumindest, es wäre ein bisschen knapp geworden. Ja, so ein bisschen. Und anders als wie in Satisfactory stehe ich sogar und ich bewege mich nicht. Also ich laufe nicht. Hinter uns kommt was angefahren, wird sich verarschen. Truck. Wer Funkstille, hä? Munition.
Ach gut, ist auch hinter uns angefahren, die Straße auch direkt. Du machst das schon. Ey, na Meister? Ich glaube, der andere ist den Berg runtergefahren. Vielleicht können wir ja doch noch an der Sache mit dem Vertrauen arbeiten. Schauen wir mal nach. Da ist er. Wo? Da war gerade eine spontane Desintegration. Schon wieder. Muss ja üblich sein im Land hier. Hier ist es völlig merkwürdig hier. Wo so, hätten wir es auch? Oh oh. Ich höre schon wieder irgendwelche Skyer-Gebrüll. Schreien sie schon wieder. Ja. Noch wer? Ja. Das ist wieder auf Kicker, einer mit dem Busch. Zwei. Aua. Wip. Nee, das ist wie so ein scheiß Adler. Super, es gibt natürlich die Munition aus, weißt wo ich nachladen muss. Nah. Gnade gibt's hier nicht, Kollege. Gerade Gnade ist ausverkauft. Überlegt noch was an. Warte mal, wir haben Gesellschaft. Also diese Knarre taugt mir nicht. Ich brauche mein Standardknarre. Na gut, jeder hat seine eigene Standardknarre. Liegt auch noch einer am Busch. Das war glaube ich der Sektenwip. Irgendwo hier, ja genau, hier liegt er. Hast du ihn gefunden? Ja. Und andere Geier liegt, keine Ahnung. Ja, der hat sich wahrscheinlich aufgelöst. Irgendwo hier geradeaus. Wahrscheinlich unter dem Auto, oder? Ja, so ziemlich. Ich hab hier noch. Ich höre schon wieder eine Klapperschlange. Erlegt. Sonst ist hier drin. Ne, so rum. Was ist eigentlich hier? Ach, gar nichts. Ich dachte schon, das ist eine Hülle. Nein, sieht nicht so aus. Aber hast du nicht gesagt, hier oben ist ein Funkturm? Ja, ne, es war die Mission mit der Funkstille, aber das war dann halt dieser Truck mit dem Störsender. Achso. Haben wir noch eine Mission hier? Haben wir noch eine Mission aufrüsten? Ich treffe heute nicht. Kommen wir da runter, Kollege. Das macht man nicht. Wo sind andere Zünden? Das waren doch zwei. Der ist wie Maggi. Sichtkontakt? Wo denn? Das heißt auch wieder eins. Ich mach direkt wieder ein Panzerfaust hier. Ach, Raketen dürfen wir nicht. Hm, seltsam. Oh. Die. Das hier ist Klatschnixen von. Ach, da unten. Was haben wir hier? Bo Adams. Was ist das? Waren wir hier schon? Dann haben wir direkt noch welche angefahren. Wo? Da liegt noch ein Wolf rum. Warte mal.
Na gut, dann würde ich sagen, fahren wir weiter, weil ich glaube, hier können wir uns ewig aufhalten. Oh, ich weiß, wo der Helikopter ist. Das ist das, was ich gerade markiert habe. Ja, das hilft uns so nichts, wenn der hinter dem Felsen rumlungert. Müssen wir jetzt wieder die Straße lang hier. Die Karre nehmen wir irgendeine, okay. Schon was markiert, ich weiß nicht, ob du siehst. Ja. Ich sehe. Was nicht heißt, dass ich fahren kann. Schießt du was auf dich? Ich hab irgendwas gehört, ja. Besser wäre, ich sehe es nicht. Das bin ich mir nicht sicher, ob das Leute von uns waren oder nicht. Ich glaube, das kann man knicken. Das ist scheiße. Wenn ich noch ballern kann, ist in Ordnung. Hat sich's erledigt? Ich glaube schon. Sie haben ja irgendwas angreift. Ach, da kommt wieder ein Flugzeug. Ja. Rausgeholt. Flugzeug im Visier. Also. Also gegen eine von beiden. Die zwei waren vielleicht doch ein bisschen viel. Ich dachte, ich bin hinüber. Irgendwo hier lag doch noch einer. Ja. Auf der anderen Seite vom Flugzeug. Ne, da liegen zwei. Moment, was machst du da hinten? Diese blöde Sack da hinten. Schon fertig. Moment. Der hat wieder einen aufgespießt. Diese blöde Penner. Was die alles machen hier, ey? Egal. Achso. Hm? Wo geht's denn lang? Party. Den ganzen Tag. Eiche, die komische Hütte. Sie müsste hier nur noch irgendwo eine Hütte sein. Irgendwo schießt er auf uns. Muss sie hier unten sein. Ein paar mehr. Da sind schon ein paar weniger.
Der hat sich irgendwo hinterm Haus versteckt, da komme ich nicht ran. Nee. Na, du hast ihn ausgeschaufelt, alles klar. Natürlich. War ja so klar. Naja, wenigstens bin ich sanft im Wasser gelandet. Brauchst du eine helfende Hand? Nee, nee, bin schon da. Eine Baseballkarte, die sieht man, übersieht man wirklich, ey. Ja, die ist voll winzig. Munition, mal kurz nachladen. Hinten ist der Safe drin. Ein Safe. Mhm. Ein paar Geld. Kann ich schaffen. Ups. Schon wieder 50 Dollar ausgegeben. Ich glaube, ich habe es gefunden, wo es drin ist. Und du hast was wo gefunden? Hm, ja, sieht schwer danach aus. Was ist? Kofferchen. Nee. Weiter zur nächsten Hütte. Schnitzeljagd oder was? Scheint so, ja. Hier ist noch eine Hütte. Was ist da drinnen? Was zu lesen? Ansonsten, da liegt noch ein Toter. Die nächste Hütte ist da, habe ich schon markiert. 200 Meter. Ah, gut. Waldwanderung also. Ja, du. Die paar Meter, vielleicht findet man ja noch irgendwas Lustiges. Wie läuft das hier? Fick. Kleine selbstgebaute Schlachterhütte. Ja, scheint so. Da sehe ich noch einen Rucksack. Ist gut. Was? Wo ist er? Wer? Wo? Was sind da? Okay, ich kann nicht sehen. Das Versteck sollte irgendwo. Scheiße, eine Insektenpatrouille ist auf dem Weg zu dir. Komm in die Was? Gänge. Eine Insektenpatrouille? Ich glaube, das hat sich erledigt mit der Sektenpatrouille. Was ist die Obwand? Oh. Alter, sehe ich viel Rot auf dem Radar gerade. Wir sind nicht alleine hier. Ja, den Anschein habe ich auch, den Eindruck habe ich auch. Hier. Hm. Aha, zwei für den Preis von einem. Alter, ich will nichts sagen, aber wir sind irgendwie eingekesselt. Sehe ich nicht. Ja, jetzt nicht mehr, aber wir waren es gerade. Hm. Komisch. Das Versteck liegt definitiv außerhalb der Hütte. Zieh dich
Ja, ich habe schon gefunden, weil es nicht so schwer. Wie etwa eine Bunkertür? Ja. Oh mein Gott, hab ich nie gesehen. So, schon erledigt. War nur diese eine Kasten drinnen. Na toll. Ja, wie jetzt? Verstopfung. Scheiße, das ist das letzte Versteck. Deputy, du bist dicht dran. Lass die Peggys nicht mit unserem Zeug abhauen. Ich hab die ganze Zeit hier noch irgendwas Rotes, aber ich sehe nichts. Halt, nee, das wollte ich nicht klicken. Da ist die nächste Hütte. Wo? 600 Meter. 600 Meter, aber dann nehmen wir uns ein Gefährt. Ja. Hier, komm. Ach, hast du schon eins. Ach, du hast auch eins, alles klar. Ja. Ich voll wieder unauffällig. Rum. Dein Gefährte schneller als meins. Was? Ja. Sieh auch vom Gerücht. Ja, wenn du jetzt stehen bleibst, natürlich nicht. Da ist noch nichts drin, aber. Ach, krass. Ein Elch. Ach, das hat da wirklich jetzt. Aha. Hubschrauber. Dachte, das hättest du aber gesehen und hättest auch mal drauf geschossen oder so, aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Habe ich auch. Hab ich auch Verfolger. Du hast Verfolger? Dann verfolge zurück. Und hat auch eine Karre hochgejagt. Ja. Yeah. Direkt. Er hat mich voll erwischt. Danke. Da unten sind sie. Guter Schuss. Ach. Ja, das Scharfschützen wir noch dabei hab. Ups, verfehlt. Das lässt immer sein mit einem Feuerfall, ne? Gib den mir auf den Sack. Ich würde sagen, alle weg. Können wir jetzt entspannt weiterfahren. Nachdem er mir mein armes Auto kaputt geschossen hat. Moment, ich hab da Rad. Du auch? Ja. Erstmal hier einen Rucksack. Hab's gesehen, du auch? Gut. Das geht einfach wieder zum irgendwo. Ich glaube, da hoch, wo wir schon mal waren, so ein. Dieses eine auf dem Berg da. Wow, wow. Was ist das? Schon wieder unten ab. Dreh sich einmal um, ne? Ja, ich sehe schon auf dem Radar, ja. Einmal im Leben dreh sich um. Sag mal, ich
bin heute echt nicht gut. Ich glaube, das ist hier so eine Dauerstelle. Ja. Wir sollten weiter, sonst können wir hier unsere ganze Munition verballern und es bringt uns kein Stück. Weiter. Um den Satz noch zu vervollständigen. Hey, hab dich im Bild. Warte. Oh nein, die Schweinepriester haben es ausgeräumt. Die fahren mit unserem Kram weg. Geh nach und hol dir das Zeug zurück. Wo denn? Schnell, sie entkommen. Da fährt er. Die Frage ist, darf ich den sprengen? Stoppe. Ich will einfach nur drauf schießen, also ohne dass man ihn springt. Alter, die soll ich so schießen. Gestohlene Waffen. Okay, das war ein Rucksack, gibt's ja auch noch. Komm zurück zur Wohlstein. Einmal, da vorne ist noch was. Doch richtig gesehen aus dem Augenwinkel. Bist du im Menü? Ich wollte jetzt eigentlich nochmal zum Haus da hochfahren. Ja, dann fahr doch. Ja, da oben hinkommen. Zweifel, dass das der Weg war. Ich auch. Ich würde sagen, hier so hoch, ja. Doch, doch, jetzt rechts müsste das Haus stehen. Das dürfte eine Hunde sein und ein Sekten. Was, ein Sektenwip? Ein Sektenwip. Du parkst immer so, dass ich nicht drauf schießen kann. Zeige, du parkst immer so, dass ich nicht drauf schießen kann. Entschuldigung. Mann, ey. Was ist das da hinten? Hm, zu weit weg, also dass ich es erkennen könnte. Außer Schießerei. Jetzt müssen wir wieder an den ganzen Kasperl vorbei, oder? Das dürfte eigentlich da oben sein. Lass uns mal noch die Hüte abchecken. Wenn die Hüte aufgeht, da ist ein Zettel dran. Sektnotiz. Rucksack. Insektennotiz. Was liegt denn hier noch rum? Nix. Natürlich die einzige Hüte, die man nicht durchsuchen kann, ist natürlich die.